menschlich, innovativ, frei, gemeinnützig. Sie haben es gesagt, unter diese drei Begriffe haben wir unsere heutige Diskussionsveranstaltung gestellt. Wir, die Veranstalter Deutscher Caritasverband und KKVD. Mit Ihnen wollen wir das Profil unserer Arbeit in der Krankenhauspolitik auf den Punkt bringen. Wir wollen im Gespräch mit der Politik erfahren, wie weit unsere Vorstellungen zu den Vorstellungen der Politiker und Politikerinnen für die nächste Legislaturperiode passen und welche Weichenstellungen wir gemeinsam vornehmen können, damit das wahr wird, was unser Hashtag formuliert, Kliniken von morgen. Kliniken von morgen sichern. Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, und Theo Paul, Vorsitzender des KKVD, werden unsere Veranstaltung mit einführenden Impulsen eröffnen. Wir freuen uns sehr, dass Sie aus Freiburg und aus Osnabrück heute zugeschaltet sind. Herr Dr. Neher, Sie haben gleich das erste Wort. Als Präsident des Caritasverbandes haben Sie sich immer wieder dafür eingesetzt, die soziale Infrastruktur an den Bedarfen derer auszurichten, für die sie da ist. Sie haben sich dafür eingesetzt, Daseinsvorsorge als Inbegriff gleichwertiger Lebensverhältnisse ernst zu nehmen und verlässlich und flächendeckend das vorzuhalten, was die Menschen brauchen. Krankenhäusern kommt als Knotenpunkten im Netz der Versorgung eine herausgehobene Rolle zu. Das haben Sie, die Krankenhäuser, gerade in den letzten Monaten der Corona-Pandemie überdeutlich sichtbar gemacht. Lieber Herr Dr. Neher, wir freuen uns sehr auf Ihren Impuls. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rümelin, Frau Welskop-Deffa, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Herrn Minister Spahn grüße ich jetzt einfach mal, nicht wissend, ob er auch schon wirklich zugegen ist, aber ich mache das mal vorsorglich. Intensivteams, die per Foto darauf auffordern, zu Hause zu bleiben, erschöpftes Personal, Menschen, die sich mit Applaus von Balkonen und Fenstern bedanken. Selten ruhte die Aufmerksamkeit so sehr auf den Krankenhäusern, den Ärzten und Pflegekräften wie in den vergangenen 1,5 Jahren. In der Pandemie waren und sind Krankenhäuser zentrale Orte, an denen sich Sorgen und Hoffnungen festmachen. Schließlich erlebten viele Menschen selten so intensiv wie in den vergangenen Monaten, wie verletzlich unser menschliches Leben ist. Dabei sind Krankenhäuser nicht nur zentrale Säulen der Kranken- und Gesundheitsversorgung unseres Landes, sie sind auch wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge. Prägten sonst Vokabeln wie Überversorgung, Fachkräftemangel, Ökonomisierung oder Krankenhausschließungen die Diskussion, ging es nun sehr viel stärker um die Versorgung der Menschen. Damit wurde der aktuellen Reformdebatte durch die Pandemie ein wichtiger Aspekt hinzugefügt, der oft vernachlässigt wurde. Krankenhäuser sind, wie schon in der Einleitung genannt, ein bedeutender Teil des Sozialraums und der Daseinsvorsorge. Die Pandemie hat uns Themen offengelegt, die nicht neu sind, die sich aber in einer neuen Dringlichkeit gezeigt haben und uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen werden. Hierzu gehören nicht nur die Frage eines sozial gerechten Klimaschutzes oder der Leistungsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme, sondern auch zentrale Gesundheitsthemen. Allen voran die Frage, wie wir künftig eine gute Pflege für alle organisieren und verbessern können. Aber auch die Frage, was die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für die Gesundheitsversorgung gerade im ländlichen Raum bedeutet. Die weitere Entwicklung der Krankenhauslandschaft spielt hier eine ganz zentrale Rolle, wobei es um mehr geht als nur darum, ein Krankenhaus zu haben vor Ort. Die Diskussion der letzten Jahre wurde stark unter dem Aspekt der Ökonomisierung geführt. Immer wieder wurden Anreize gesetzt, um Kosten zu sparen und regionalen Überversorgungen entgegenzuwirken, mit unterschiedlichen Erfolgen.
Die Pluralität von Trägern, welche die deutsche Krankenhauslandschaft prägt, hat sich verändert. Der Anteil von Krankenhäusern in privatwirtschaftlicher, gewinnorientierter Trägerschaft hat zugenommen. Meist kleinere Häuser mussten schließen, was zum Abbau von Überkapazitäten gedacht war, ist mancherorts allerdings zu Lasten der Daseinsversorgung geschehen. Von daher wird es darauf ankommen, die notwendigen Strukturreformen im Sinne der Versorgung weiterzuentwickeln und stärker als bisher zu regionalisieren. Auch künftig werden Klinikstandorte abgebaut werden müssen. Dies darf aber nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten und im Übrigen plan- und ziellos geschehen. Zur Versorgung gerade im ländlichen Raum könnte es sinnvoll sein, die Sektorengrenzen zwischen ambulant und stationär aufzuweichen und Kliniken in unterversorgten Regionen den Sicherstellungsauftrag zu übertragen. Aber auch Netzwerklösungen unterschiedlicher Kliniken mit eigenen Schwerpunkten könnten eine Lösung sein, die Versorgung im ländlichen Raum in einer sich verändernden Krankenhauslandschaft zu gewährleisten. Dies wird nicht ohne eine Stärkung der Kommunen möglich sein. Sie sind durch die Pandemie unter Druck geraten und werden eine auskömmliche finanzielle Ausstattung benötigen. Gleichzeitig werden wir auch über das bisherige System der Krankenhausfinanzierung diskutieren müssen. Dabei wird es um die Frage gehen, wie die Vorhaltung von Personal und Infrastruktur berücksichtigt werden kann, um langfristig die flächendeckende Grundversorgung der Bevölkerung in unterschiedlichen Regionen zu sichern. Ich denke, das sind genug Themen also, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Umso wichtiger, dass Veranstaltungen wie diese am heutigen Nachmittag des Deutschen Caritasverbandes zusammen mit seinem Fachverband KKVD die Möglichkeiten bieten, miteinander den genannten Fragestellungen nachzugehen. Denn die Weiterentwicklung der Krankenversorgung ist gerade auf den Diskurs über den richtigen Weg angewiesen. Von daher wünsche ich Ihnen und uns allen jetzt eine inspirierende Veranstaltung mit interessanten Einblicken und ja, hoffentlich auch einigen neuen Perspektiven. Ich jedenfalls bin gespannt auf diesen Nachmittag. Dankeschön. Lieber Dr. Neher, das war sehr vernehmlich. Der Deutsche Caritasverband setzt als Wohlfahrtsverband auf das Miteinander der sozialen Infrastruktur. Er setzt auf seine Krankenhäuser und er setzt darauf, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft, dass dieses Miteinander im Netz auch weiter funktioniert.